Hallihallo, herzlich willkommen bei meiner Stempelstelle. Ich bin Brigitte Singh und ich zeige euch jeden Mittwoch neue YouTube-Videos auf meinem YouTube-Kanal zum Thema Basteln und vor allem Basteln mit Papier. Und heute habe ich hier euch was mitgebracht. Das ist so eine kleine Karte und da ist ein Anhänger drauf und den habe ich mit Siegelwachs hier drauf gemacht. Für diese Karte braucht ihr auf alle Fälle Siegelwachs. Dann braucht ihr das Stempelset Liebevolle Details, ein kleines Designerpapier, Holzdekor. Das habe ich mit der Stanze gewählte Anhänger hier ausgestanzt. Und dann braucht man natürlich auch noch diese Stanze, die Trio-Stanze. Dann braucht ihr einen Leinenfaden, Acrylblock, diese Karten und Umschläge. Die gibt es schon als Set. Und es hat die Bestellnummer 13 15 27. Das ist ganz praktisch, weil das könnt ihr ganz leicht dann verzieren. Und mit diesem Stempelset Liebevolle Details könnt ihr sowieso eine ganze Menge Karten machen. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ich diese Siegelwachskarte hier gemacht habe. Ihr nehmt euch einfach diese Doppelkarte. Und damit ihr nichts versaut auf eurem Schreibtisch mit dem Siegelwachs, nehmt ihr am besten diese Silikonunterlage von Stamping Up. Dann habt ihr einen Schutz. Und dann brauche ich das Memento Stempelkissen von Stamping Up. Und von dem Stempelset habe ich mir dieses Fühl dich umarmt hier ausgewählt und auf einen Stempelblock demontiert. Sämtliche Sachen von Stamping Up könnt ihr über mich bestellen. Dazu schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an info@stempelstelle.de. Und dieses Holzdekor hier habe ich schon mal ausgestanzt hier oben. Und dann kommt hier dieses Fühl dich gedrückt drauf. Dann habe ich mir den Schnorkel auch von dem Stempelset hier auf einen Stempelblock C drauf montiert. Da mache ich hier oben einen Schnorkel drauf und hier unten. Und weil ich gerade so schön am Schnorkeln bin, mache ich mir auch auf den Umschlag einen Schnorkel, und zwar hier unten und hier oben. Dann habe ich ja gesagt, ihr braucht einen Leinenfaden. Der hat die Bestellnummer 10 41 99. Das ist so ungefähr 15 cm. Das zieht ihr hier durch die Anhängerstand, durch das gestanzte Teil. Zieht es dann durch. Und was ich vergessen habe, ich habe bei meinem Stück hier mit der Trio-Stanze rechts und links unten so eine schöne Blätterranke rausgestanzt, und dann werde ich das jetzt noch mit dem Abrunder auch noch ausstanzen. So, jetzt brauchen wir Siegelwachs und vor allem unsere Doppelkarte. Dann mache ich das hier so drauf, zünde mir das Siegelwachs an und tropfe dann das Siegelwachs hier drauf. Ihr könnt das Siegelwachs natürlich auch gleich so lassen, ohne dass ihr noch ein Siegel reindrückt. Dann hebt es auch richtig schön auf dem Papier. Auf alle Fälle ist es dann schon mal fest. Aber wenn ihr natürlich ein Siegel auch habt, dann wäre es natürlich hübsch, wenn ihr das dann auch gleich da drauf drückt. Dann habe ich hier mein Siegel.
schon ist meine Karte fertig. Dann werde ich ja jetzt einfach nur noch den Leinenfaden abschneiden. Und ich habe eine nette kleine Karte. Ich gleich verschicken kann. Viel Spaß mit meiner Anleitung. Mit dem Siegelwachs werde ich jetzt noch mehr rumprobieren, auch andere Verpackungen vielleicht damit ein bisschen verzieren. Das finde ich total süß und schnuckelig und es sieht gleich ein bisschen edler aus. Ich wünsche euch viel Spaß damit, viel Spaß beim Nachbasteln. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich riesig freuen und über einen Kommentar natürlich wie immer auch. Liebe Grüße, eure Brigitte.